Die SPÖ hat ihre vordringlichen Maßnahmen gesetzt und sie in einem 10-Punkte-Paket für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher verpackt. Ein konkreter Blick darauf liefert eine gemeinsame Pressekonferenz. Es geht darum, dass eine Nahversorgung garantiert ist. Es geht darum, dass die ärztliche Versorgung garantiert ist. Es geht darum, dass wir die Sicherheit und die Ansprüche der Menschen in allen Lebensbereichen ernst nehmen und dafür auch Konzepte vorstellen. Schwerpunkte hat die Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner gesetzt. Wir haben einen Maßnahmenkatalog zur Stärkung des ländlichen Raums zusammengestellt und auch vorgelegt. Und ich habe hier vor allem drei Schwerpunkte. Das ist zum einen die Stärkung und Sicherstellung einer hochwertigen medizinischen Versorgung im ländlichen Raum, vor allem der hausärztlichen Versorgung. Zweiter Punkt, Stärkung des Nahverkehrs, des öffentlichen Nahverkehrs. Das ist essentiell. Das ist das, was eigentlich am meisten nach den Kindergärten der vielen Menschen in den Gesprächen an mich herangetragen wurde, dass es viele Regionen gibt und Niederösterreich wurde erwähnt, aber auch in anderen Bundesländern, wo wir überhaupt keinen intakten Personenverkehr, öffentlichen Personenverkehr haben und Menschen gezwungen sind, 40 oder 60 Kilometer in die nächste Bezirkshauptstadt oder Stadt mit Spital zu fahren. Und der dritte wichtige Punkt unseres Programmes sind natürlich die Kindergärten und die Ganztagsschulen, das ganztägige Kinderbetreuungsangebot im ländlichen Bereich, wo wir einen Ausbau in den nächsten Jahren, und zwar einen schnellen Ausbau im Sinne einer Ausbauoffensive, sicherstellen müssen. Die SPÖ sieht den Klima- und Umweltschutz als Gegenwarts- und Zukunftsthema. Die Forderungen, es brauche Alternativen für das Auto. Und deswegen haben wir das SPÖ-Klimaticket vorgeschlagen als leistbare Umstiegsmöglichkeit auf den öffentlichen Verkehr. 3 Euro am Tag für alle öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Österreich und einen SPÖ-Klimabonus für Pendlerinnen und Pendler, um dort Anreize zu schaffen für jene, die aufs Auto angewiesen sind, um zur Arbeit zu gehen, um zum Kindergartenplatz zu kommen, dass jene Anreize haben, um auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen. Das wollen wir belohnen mit einer großen Pendlerpauschale für alle, die das tun. Niederösterreichs Landesspitzenkandidat Rudolf Silvan nimmt die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Fokus und kritisiert die 60-Stunden-Arbeitswoche. Sie beeinflusse auch die regionale Entwicklung. Welche Auswirkungen hat eine 60-Stunden-Arbeitswoche, ein 12-Stunden-Arbeitstag, welche Auswirkungen hat es auf die regionale Entwicklung? Wer nach 12 Stunden Arbeit, wer nach 14 Stunden insgesamt inklusive Pendeln nach Hause kommt, in seine Gemeinde kommt, der hat keine freie Zeit mehr, um am Gemeindeleben teilzunehmen. Egal, ob das bei der Feuerwehr ist, ob das bei der Rettung ist, ob das beim Laientheater ist, egal wie. Wir fordern ein modernes Arbeitszeitgesetz, das den Ansprüchen des 21. Jahrhunderts gerecht wird. Wir fordern die Möglichkeit für alle Branchen einer 4-Tage-Arbeitswoche. Wir fordern eine Besserstellung der Work-Life-Balance, damit auch genug Erholungszeitraum bleibt. Und wir glauben, dass die Menschen es verdient haben, wenn sie hart arbeiten die ganze Woche, dass sie auch genügend Freizeit haben. Wir sagen aus Sozialdemokratie, gesund von zu Hause in die Arbeit, gesund von der Arbeit nach Hause und gesund nach einem 45-jährigen Arbeitsleben, abschlagsfrei in eine Pension nach 45 Jahren, von der man auch leben kann. Wir von der Sozialdemokratie sind der Meinung, die Arbeitnehmerinnen, die Österreicherinnen und Österreicher, die Menschen arbeiten, um zu leben und nicht umgekehrt. Dankeschön. Zudem fordert die SPÖ die Durchsetzung von 1.700 Euro Mindestlohn steuerfrei in jedem Kollektivvertrag.